Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Five Nights at Freddy's. Und ja, das ist jetzt meine zweite Aufnahme. Ich hatte eben schon eine Aufnahme gemacht, hier ein kurzer Ausschnitt. Ich hoffe, Fred. Und ihr habt gesehen, dass die Kamera ein bisschen scheiße war. Hat mich dennoch erschrocken. Und warum ich mich erschrocken habe, war der ganz einfache Grund, weil ich nicht wusste, wie Freddy so agiert. Und warum das dann auf einmal so gestockt hat, war der ganz einfache Grund, dass ich mit aller Gewalt auf die Tastatur gehauen habe. Speedrun Chicken. Nein, okay. Und dementsprechend ist dann auf einmal das Spiel abgestürzt und die Facecam, beziehungsweise ich habe den PC komplett überlastet, weil ich das Spiel geleftet habe und so. Also das war schon richtiger Schreckmoment. Und ja, wir müssen wirklich darauf achten, dass unsere Energie nicht ausgeht. Das merke ich, ist hier besonders wichtig. Und der hier ist ein Problem, Freddy. Genau wie Foxy. Foxy ist auch ein Problem. Also die fünfte Nacht, das ist ja schon die offiziell letzte Nacht, ist eigentlich auch schon eine sehr, sehr schwere Nacht. Aber sie ist nicht unmöglich, das will ich nicht behaupten. Sonst würden die Entwickler es, glaube ich, nicht mit reinnehmen. So. Okay. Okay. Moment. Okay, ihr habt gerade so ein Lachen gehört. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Freddy hat sich jetzt in diesen Raum bewegt. Er ist nicht mehr da, sondern da. So, wo ist das Chicken? Da, okay. Immer hin und her switchen einfach. Das ist das Beste, was man machen kann. Und immer zwischendurch ein bisschen gucken. Der ist da. Da ist Freddy. Und das Chicken ist gerade in der Küche. Hört man, glaube ich, ziemlich gut. So. Immer ein bisschen überprüfen. So langsam müssten wir, ich glaube, zweite Nacht müsste jetzt mal langsam eintreffen. Damit wir sagen können, wir haben noch sehr viel Energie. Aber ich glaube nicht, dass wir noch sehr viel Energie haben werden. Nach ein paar Sekunden. Freddy hat sich wieder bewegt. Jetzt ist er hier. Seht ihr? Und man merkt halt, dass ich sehr nervös werde wegen Freddy. Weil er mich halt wirklich eben, wie ihr gesehen habt, erschrocken hat. Und ich sowas nicht nochmal haben möchte. Gerade war die Power auf 69%. Das war cool. So. Wo ist das Chicken? Da. Wo ist der Bär? Da. So. 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 Alles klar. Zwei Uhr nachts. Okay. Wir haben jetzt nur 13% für eine Stunde. Freddy hat sich wieder bewegt. Jo. Freddy hat sich jetzt in die Küche verzogen. Und spielt da sein Lied. Und ich habe dieses Lied habe ich mittlerweile als Klingelton, weil ich das halt voll cool finde, wenn du dann morgens... Oh, Freddy ist jetzt schon hier. Freddy ist auf dem Weg. Freddy ist auf dem Weg zu uns. Freddy will uns haben. Oh, shit. Wie soll man mit Freddy klarkommen? Wie bitte? Und wo ist das Chicken? Da ist das Chicken. Mann. Oh. Okay. Ist da. So. Oh. Okay, der war da. Alles klar. Alles klar. So, noch einmal darf Freddy lachen. Dann muss ich mir was überlegen. So, Freddy ist jetzt hier. Und ich muss die Tür zumachen. Es tut mir leid. Geil. Ich kann nichts machen. So. Das muss jetzt immer zu bleiben. So, der Star Chicken ist egal, wo das Chicken ist. Weil wenn jetzt Freddy noch einmal lacht, dann wäre der hier drin.
Deswegen. Deswegen weiß ich absolut nicht, was ich tun muss. Das Chicken ist mir mittlerweile egal, ne? Krieg ich nicht hin. Ja, Freddy chillt einfach. Ich kann nichts gegen Freddy machen, Leute. Es tut mir leid. Wenn ich die Tür aufmache, hat er die Chance, durchzukommen. Yo. Wir haben erst 3 Uhr. Freddy hat sich zurückbewegt. Aber dafür kam der. Das finde ich nett von ihm. Ja, der kann dann bitte mal weggehen. Oi. Mann. Der muss da weg. Mann. So. Oh Mann. Jetzt ist der wieder hier. Oder war... Oh, komm. Das ist nicht dein fucking Ernst. Komm ich den vom Leib? Kommt der wie... Moment. Wo ist Bunny? Bunny ist hier bestimmt. Ja, hier. Yo, 1%. Yo. Muss jetzt Freddy den gesamten Weg nochmal rumgehen zu mir? Weil wenn ja, dann hat er einen langen Weg vor sich. Hab einen langen Weg. Oh shit. Das ging schnell. Gute Musik. Yo, wahrscheinlich kommst du jetzt hier aus dem Bildschirm rausgesprungen. Oh mein Gott, ich habe mich nicht erschrocken. Übrigens, warum ich ein Hemd anhab, liegt daran, dass ich gerade eben bei der Arbeit war noch. Und jetzt ich Bock auf Five Nights at Freddy's habe. Es ist trotzdem dunkel in meinem Zimmer. Ich kann mein Zimmer dunkel machen. Keine Sorge. Ist alles schon legit, was ich hier mache. Und ich hänge gerade voll chillig auf dem Stuhl. Yo, Leute, lass mal das nochmal probieren. Also. Wir müssen auf jeden Fall Freddy daran hindern, zu mir zu kommen. Das ist wichtig. Wenn Freddy kommt... Ich versuche einfach mal, extrem wenig Energie zu verschwenden. Ja, das ist jetzt schon wieder hierbei. Oh, fuck, die sind schon beide weg. Und Foxy ist schon da. Ist das dein Ernst? Und er ist schon da. Das war eine Rosine. Und Freddy hat sich wieder bewegt. Oi. 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 Blindheit kann ich eigentlich mit dem Mauszeiger. Lol. Okay, ab da. Hat mich gerade mal interessiert. Darf mich das nicht interessieren. Okay, Chicken. Bunny.
Wer übrigens den Hintergrund der Geschichte nicht kennt, soll sich mal da bitte erkundigen. Also es geht wohl darum, dass Foxy irgendwen gebissen hat und deswegen der Laden geschlossen wurde und man als Nachtwächter dann engagiert wurde. Und die eigentlich nicht... Okay. Alles klar. Ich glaube irgendwie, dass Freddy ADS hat. Wenn nicht noch schlimmer, ADHS. Für alle, die mal richtig intelligent wirken wollen, weil sie es nicht sind, könnt ihr mal sagen, wenn einer nervt, dass er ADS hat und wenn euch dann einer korrigiert, das heißt ADHS, dann könnt ihr sagen, ADS heißt Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und ADHS heißt Aufmerksamkeitsdefizithypersyndrom, quasi einfach nur was Schlimmeres. Dann sagt ihr sowas wie, oh, du möchtest also ADHS haben, okay. Freddy steht eigentlich hier hinter, man sieht ihn aber nicht wegen Chica, so heißt dieses Küken. Halt, Bonnie? Das war Bonnie? Wo ist Chica? Das ist Chica, Freddy hier und Foxy. Wee-juha. So. Alles klärchen. Oh shit. Nisse. Fördern Intelligenz. Okay, energietechnisch sieht's gut aus. Nächste Mal, wenn Freddy nicht kommt. Wo ist das Chicken? Okay. Okay, Chicken. Ah, alles klar. Okay. Oh shit. Wenn Freddy jetzt nicht kommt, ist alles gut. Dann ist echt alles gut. Uiuiui, Kinder. Wenn Freddy jetzt nicht kommt... Foxy nicht... Okay, die beiden... Ich wollte gerade sagen, die beiden chillen da. Und hier chillt irgendwie keiner. Oh, Freddy ist weitergegangen. Tu mir das nicht an, Freddy. Du bist schon da. Du gehst keinen Schritt weiter, bitte. Foxy chillt immer noch hinterm Vorhang. Okay, bitte nicht mehr machen. Du chillst weiter da, Freddy.
Wir liegen gut in der Energie und so, ne? Mann! Jetzt komm schon, wir sind so kurz davor, ne? Die Kameras gehen zu schnell kaputt. Es kann jetzt ruhig mal 5 Uhr werden. Dann wäre ich dem Spiel sowas von dankbar. Okay, Freddy ist jetzt hier. Und das heißt, dass wir die Tür zumachen müssen. Und die Tür auch. Scheiße. Weil Freddy jetzt, wenn er nochmal lacht, hier reinkommt. Und das heißt Instant Death. Mann. Ja, super, ne? Cool. Ich esse noch eine Rosine. Ham, lecker. Oh Gott, Freddy braucht bitte richtig lang, um deinen fetten Arsch hier den ganzen Weg rum zu bewegen. Bitte brauch richtig lange. Komm bitte, du hast einen richtig scheiß Orientierungssinn und verläufst dich in der Küche. Oh, und jetzt spiel deinen Song richtig lang, weil er so toll ist und wir ihn ganz, ganz lange hören wollen. Wir wollen ihn so lange hören, bis die Nacht rum ist. Die ganze Nacht wollen wir diesen Song hören. Komm schon. No. Ja. 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 Oh fucking Scheiße, war das jetzt knapp. One. What? $120. 120 Euro würde ich niemals eine Woche machen. Oh. So. Und in der nächsten Folge gibt es die 6. Nacht. Aber bis dahin, danke fürs Zusehen, ne? Hier übrigens, 1 Stern haben wir jetzt schon. We are going for that 3 stars. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen und sage tschö, bis dann und man sieht sich.